Wolltet ihr schon immer mal eine Schwarzlichtparty machen? Dann bleibt dran, wir zeigen euch, wie es geht. Hi, ich bin Amelie und bin 16 Jahre alt und das ist meine Freundin Hava. Hi, ich bin Hava und ich bin 14 Jahre alt. Für eine perfekte Schwarzlichtparty braucht man schwarze Leggings, neonfarbenes Tape, Pinselfarbe und Pappe als Schablonen. Da kann man verschiedene Motive draufmalen und ausschneiden. Schwarzlichtpartys, das ist jetzt nicht so typisch, finde ich. Deswegen wollen wir es halt heute mal machen. Ich lade meine Freundin Ella ein. Hallo, ich bin Ella. Ich bin 13 und ich bin die Freundin von Hava. Ich kenne sie seit der 5. Klasse, also schon 3 Jahre. Ich finde ihren Style cool. Ich glaube schon, dass sie Schwarzlichtparty cool findet, weil sie mag alles Außergewöhnliche. Ich lade meine Freundin Thea ein. Die wohnt auch gleich nebendran. Ich bin Thea, ich bin 14 Jahre alt und ich bin die Freundin von Amelie. Wir treffen uns jeden Mittwoch und wir gehen auch zusammen joggen. Also ich glaube, mit der Schwarzlichtparty wird sie sagen, dass es cool ist. Sie hatte noch keine. Und zu dem Essen glaube ich, dass sie es schmeckt, weil ihr schmeckt fast alles. Hallo, was soll das heißen? Hä? Wo sind eigentlich die Schablonen? Ich mache einen Mond. Meine künstlerischen Fähigkeiten sind ein bisschen eingerostet. Aber der Mond sieht gar nicht so schlecht aus. Ist ein bisschen klein, oder? Ja, passt. Ja, man braucht ganz wenig Farbe, aber auch genug. Soll ich jetzt hier so punktemäßig machen? Ja. Ja, ich mach punktemäßig. Mhm. Oh, guck mal, wie geil das da drinnen aussieht. Wir kennen uns vom Turnen. Da waren wir zusammen Turntrainer. Also wir haben kleinere Kids trainiert. Und dann kamen wir auch in die gleiche Turngruppe. Ein kleines Herzchen. Unsere Freundschaft ist so, dass wir immer reden können. Das ist schon krass. Sogar beim Abschied so, Amelie, die weißt noch das und das. Ja, da brauchen wir immer sehr lang, bis wir uns verabschieden. Unser Musikgeschmack ist gleich. Und zwar mögen wir K-Pop. Lieblingsband von uns beiden ist BTS. Und mein Lieblingslied von denen ist Dynamite. Dynamite. Aber wir können nicht singen. Also an K-Pop gefällt mir am meisten, dass man da nicht alle Wörter kennen muss, weil es halt halb koreanisch ist. Und dann kann man irgendwas vor sich hin singen und alle denken, es ist richtig. Also meine fertigen Leggings. Ja, ich finde es sehr schön. Hallo Ella und Thea, wir laden euch heute ein zu unserer Schwarzlichtparty. Ihr seid die Stars des Abends. und bringt alles Mögliche mit, was weiß ist oder leuchtet, heißt Neonfarben. Und wir haben euch auch schon etwas gebastelt. Yeah. Wir machen heute ein tschetschenisches Gericht, weil ich halt aus Tschetschenien komme. Es heißt Ringalsch. Ringalsch. Wie Gulasch. Ringalsch. Genau. Es ist so eine Teigtasche mit Kürbisfüllung. Das ist ziemlich fettig und wir können starten, oder? Zutaten. Also für das Ringalsch brauchen wir einmal Mehl, Kefir, Backsoda, einen Kürbis und Zucker und Butter. Allerdings ist die Verarbeitung schwer, besonders das Schneiden vom Kürbis, das ich jetzt mal übernehmen werde. Ich hoffe, wir landen nicht im Krankenhaus. Das geht ja einfach. Bei uns gibt es das zu Geburtstagen manchmal, also zu festlichen Anlässen. Pizza Cut. Geschafft. Wir müssen jetzt hier die Innereien, die Kerne und das, was halt nicht lecker aussieht, müssen wir mit einem Löffel rausholen. Löffel. Löffel. Ich hol die jetzt einfach mit der Hand raus. Das ist leichter als mit einem Löffel. Das fühlt sich so lustig an. Wir holen jetzt gerade die Innereien raus und danach müssen wir das zerschneiden und dann müssen wir das halt kochen. Ich mache schon viel in der Küche, also es macht mir schon Spaß, aber eher so süße Gerichte. Ich koche eigentlich fast nie, weil meine Mutter, die hat Angst um ihre Küche.
hin und wieder halt das Brot im Backofen vergessen oder Pizza. Ich mache halt danach auch nie die Küche sauber. Zumindest, ich komme noch nicht dazu, weil bei mir ein Kochvorgang so lang dauert. Es kommt jetzt in den Kochtopf und kocht dann. Na, das spritzt doch. So. Für einen Glowing Cocktail brauchen wir einmal Tonic Water, Vitamin B, wir machen das so am Rand und es soll dann leuchten, dann Grapefruit und Grapefruitsaft. Das Tonic Water soll auch im Dunkeln leuchten und deshalb machen wir daraus Eiswürfel. Sagst du Grapefruit oder Grapefruit? Grapefruit, keine Ahnung. Sieht aus wie Wassermelone. Watermelon Sugar, ah. Warte mal, wir haben den Rand vergessen. Oh, wie machen wir das jetzt? Ich habe eine Idee. Und zwar, wir können ja hier aus dem Fruchtfleisch, das ist ja klebrig, das könnten wir da einschmieren und dann mit das Vitamin B. B. da B. drauf bröseln mit dem Löffel. Ich bin schon gespannt, wie das, ob das leuchtet, weil. Wenn es nicht, dann wäre es eine Enttäuschung. Du. Fertig! Mehl, Kefir, Soda und Salz zu einem Teig verarbeiten. Also Kefir brauchen wir 500 Milliliter. Ich wurde in Tschetschenien geboren. Es ist jetzt 10 Jahre her, dass wir von dort geflohen sind. Ich habe keine Erinnerungen mehr. Also nur das halt, was meine Mutter uns halt an Essen vorsetzt, weiß ich noch. Als nächstes werden so 100 Gramm Stückchen genommen und dann werden die halt ausgerollt. Hier, Amelie, ich schenk dir mein Herz. Du hast jetzt mein Herz. Ah. Amelie ist witzig und verrückt und sie kann einen bremsen. Weil ich bin halt so ein verrückter Mensch, der gerne mal zu viel macht. Ich finde an der Hava gut, dass sie immer ehrlich zu mir ist, dass man mit ihr Scherze machen kann und dass sie dir zuhört und dass sie immer ehrlich ist. Der Teig ist aufgebraucht und jetzt gehen wir nach dem Kürbis gucken. Man muss hier in die Schale einmal reinstechen und dann schauen, passt es jetzt oder passt es nicht. Weiter geht's mit der Füllung für die Ringe. Dafür brauchen wir den Kürbis. Wir nehmen jetzt einzeln einen Kürbis raus. Dann nehmen wir das mit dem Löffel und holen das da halt raus. In Tschetschenien essen wir sehr viel mit Fleisch. Ich kenne nur dieses eine Gericht ohne Fleisch. Das ist halt auch mein Lieblingsessen. Also da kommt noch Zucker rein, 3 bis 4 Esslöffel und das wird dann verrührt und zermatscht. Ich glaube, dass wir ein bisschen Flüssigkeit noch wegziehen müssen, sonst ist der viel zu flüssig. Genau. Also wie ich Hava kenne, wird es definitiv eine Explosion geben. Ja, es wird definitiv sehr chaotisch. Sehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einen Schritt vergessen, aber... Ist es bei uns? Meine Mutter hat die Wetten schon mal gerufen, damit sie zur Stelle sind, wenn was anbrennt. Also man nimmt so 1-2 Esslöffel voll. Klatscht das einmal hier drauf und dann verteilt man das und man versucht das möglichst nicht an den Rand zu tun. Auf eine Hälfte, weil das hier einmal umgedreht werden muss und dann wird das hier so zusammen, es klebt nicht. Und wenn es nicht klebt, einfach den Finger einmal ins Wasser tunken und das dann dort, wo es locker ist, so festkleben. Die Fingers sind jetzt fertig, sie müssen nur noch in die Pfanne. Die Taschen werden dann ohne Butter oder so in der Pfanne gebraten. 3 bis 5 Minuten dauert es, bis es fertig ist. So sieht das aus. Schau mal,
Nein, lass noch. Du darfst nicht so schnell wenden. Nein, nicht wenden. Wir haben gesagt, wir wenden es nicht. Es riecht komplett verbrannt. Wir werden es verkacken. Nein, werden wir nicht. Wir essen uns dann trotzdem auf und tun dann so, als würde es schmecken. Ich dreh's um. Nein! Darf ich sie anketten und ins Wohnzimmer bringen? Guck mal, wie das aufbläht. Okay, jetzt darfst du es raus. Und wir brauchen Teller. Teller? Wo sind die Teller? Die letzte Schringel. Oh, es ist verbrannt. Amelie, Hilfe! Amelie, ist es verbrannt? Es ist verbrannt! Heiß. Das kann man abkratzen. Was habe ich dir gesagt? Wenn ihr sehen wollt, wie diese wundervollen Kringels funktionieren, und zwar richtig, dann schaut nach unter www.schmecksplosion.de. Die Butter wird geschmolzen, damit das schön fettig ist, das Zeug. So, und jetzt? Fertig. Jetzt fehlen nur noch unsere Freunde. Oh, Mino, Mino. Sie sind da. Schönen Tag. Kommt rein, wir zeigen euch unseren Partykeller. Da, 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 da. Jetzt müssen wir hier alles noch dekorieren und dann können wir loslegen. Also es sieht aus wie meine Haare morgens nach dem Aufwachen. Hallo Ava, hey Amelie. Ich habe gehört, ihr macht eine Glow-in-the-Dark-Party mit euren Freunden. Das ist richtig, richtig cool. Aber damit nicht nur eure Klamotten und eure Deko cool leuchten, habe ich jetzt noch eine Aufgabe für euch. Und zwar möchte ich, dass ihr euch mit Schwarzlichtschminke ein Glow-in-the-Dark-Make-up macht. Egal ob crazy Streifen, Muster, was auch immer, seid kreativ und mutig und tobt euch auf jeden Fall aus. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Freude. Eure Julia. Das ist Julia Beautics. Sie hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Dass sie so zu uns spricht, ist so boom. Die Challenge wird cool und ich glaube, ich werde gewinnen. Glaubst auch nur du. Tell me what you know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Boah, das sieht alles so krass aus. Ich sehe mich selber ja nicht, aber ich würde sagen, ich kriege eine 10. Es hat funktioniert, es leuchtet. Das mit dem Vitamin B hat leider nicht funktioniert, weil eigentlich sollte der Rand leuchten. Und hier sind unsere Kringelsch. Prost! Okay. Auf diese schön, wunderschöne schwarze Party. Ich hoffe, es schmeckt euch. Komm mit. Lecker. Grapefruit. Also Grapefruit übrigens, das ist Grapefruit. Es schmeckt so, wie ich es kenne, nur halt der Teig ist ein bisschen trocken, aber wir haben ja was zu trinken. Wie findet ihr es? Ich war noch nie auf einer Schwarzlichtparty und ich habe auch noch nie so tschetschenisches Essen gegessen. Deshalb, ich habe nichts zum Vergleichen, aber als erstes Mal finde ich es toll. Es ist definitiv ein bisschen süß. Vor allem der Kürbis drin. So dafür, dass wir es zum ersten Mal gemacht haben, war es echt sehr gut. Es hat echt Spaß gemacht. Am besten haben mir die Cocktails gefallen. Also insgesamt von allem. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also mein Highlight waren definitiv die ganze Schminke. Mir hat es sehr gefallen. Aufgabe erfüllt! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Ey, Macarena, ajá. Habt ihr auch schon mal eine Schwarzlichtparty gefeiert? Und was war euer Highlight heute? Schreibt es in die Kommentare. Und lasst uns ein Like da.
Ciao. Oval müssen sie ja aussehen. Kreis. Du weißt den Unterschied zwischen Kreis und Oval. Aber Oval, das Oval, ja. Oval ist ein Ei. Nein, ja. Es soll ein Kreis sein. Es soll ein länglicher Kreis sein.